Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Testbericht. Wir erinnern uns, ich habe hier den externen Akku von RawPower zugeschickt bekommen. Es handelt sich um die Version mit 7800 mAh Kapazität, zwei USB-Anschlüssen, beide mit 5 Volt, einer mit 1 Ampere Leistung, der andere mit 2 Ampere Leistung und daneben noch eine LED-Taschenlampe. Die aktiviert ihr, indem ihr den An- und Ausschalter hier vorne länger drückt und dann leuchtet es. Habe ich in der ganzen Zeit, jetzt 2 Wochen Hardcore-Testing, nicht einmal benutzt. Obendrauf dann noch unsere LED-Anzeige, 4 Stück. Wenn die alle vier blau leuchten und durchgängig leuchten, dann ist das Ding geladen. Beim Aufladen blinkt es dann, oder auch wenn es wenig Kapazität hat, da seht ihr es gerade so, es blinkt lustig vor sich hin, stört nicht wirklich, also wenn ihr es in der Dunkelheit benutzt, passt, und auch beim Laden gehen die dann auch wieder aus, also nicht, dass ihr denkt, die leuchten die ganze Zeit. So, wie schaut's aus? Genau, geladen wird das Ding noch an der rechten Seite mit einem Micro-USB-Anport und ja, funktioniert ganz okay. Die Ladezeit von 0 auf viel, ich habe hier mal wieder ohne Ende Post-its, Notizen gemacht. Aufladezeit von 0 auf voll aufgeladen sind 13 Stunden. Das, ja, der lässt sich schon Zeit, sag ich mal. Aber ja, also ein bisschen schneller hätte ich dann doch erwartet. So, aber bevor wir jetzt hier an die Leistungsdaten gehen, da muss ich doch was loswerden. Ihr guckt euch das Ding an. Wir haben hier oben so einen Spiegel verbaut. Anders kann ich das Ding nicht, hallo, bezeichnen. Und da denke ich, und dann darum ein Glossy, also schön kratzeranfälliges Plastikcase. Gegen das Plastik ist ja nichts zu sagen. Aber warum denn Hochglanz? Ah, ich meine, es ist ein externer Akku. Den trage ich mit mir herum. Der wird in Rucksäcke, Taschen und sonst wohin gepfeffert. Dass ich da nicht gucke, dass ich da was weniger kratzeranfälliges baue oder verwende als Gehäuse. Ah. Okay, es ist ein externer Akku, den zeige ich nicht vor und sage, hey, guck mal hier, mein neuer externer Akku. Also, ne, der fällt nicht wirklich auf, aber trotzdem, also Raw Power, denk doch mal da ein bisschen mit. Kommen wir aber zu den Leistungsdaten. Ich habe das Ding natürlich mit iPads, iPhones, Nexus-Geräten und getestet. Und wir nehmen hier einfach mal die Post-its von den letzten beiden Ergebnissen. Groß einarbeiten musste sich der Akku nicht. Von der Kapazität war der eigentlich vom Anfang an genauso, wie er jetzt 2 Wochen später ist. So einer der letzten Tests war dann ein Nexus 7 Gerät von 33% auf 100% aufladen und dann im Anschluss noch ein iPad Mini von 15%. Da hat er es noch bis 64% geschafft, danach war Ende. Ein bisschen rumgerechnet, ja, können sich hier nochmal angucken, komme ich auf 4800 mAh, nicht auf 7800 mAh und dann ganz schlimm natürlich nur auf 61,5% der angegebenen Leistung. Und ja, ihr braucht jetzt nicht zu schreien, ich weiß, dass die Dinger, die externen Akkus, Verluste beim Umwandeln haben, da habe ich noch Wärmeverlust und, aber so 10-15% passt. Die sind noch mit eingerechnet. Dann von mir aus auch nochmal 5%, weil hier Messungenauigkeiten sind. Natürlich versetze ich die Geräte in den Flugzeugmodus, habe keine Apps mehr laufen und benutze sie während des Ladens nicht. Also, aber trotzdem, da kann ja immer noch mal was sein. Also rechnen wir einfach nochmal 5% drauf. Macht aber am Ende trotzdem 20% Abweichung, die noch okay sind, die ich so akzeptieren würde, auch aus Erfahrungen, die ich natürlich mit anderen externen Akkus gesammelt habe. So, gucken wir uns noch den letzten Test an. Der war dann wieder ein bisschen besser. Nexus 4 von 6 auf 100%. Dann ein iPad Mini von 47%, nochmal auf 100%. Und dann war noch sogar Saft übrig für Nexus 7 von 16 auf 38%. Macht in Summe 5250 mAh oder dann halt 67,4%. Also lasst es 2/3 sein. Und diese 2/3... Das war jetzt hier schon das beste Ergebnis. Also 2/3 und ein Ticken weniger von der angegebenen Akkukapazität. Da komme ich hin. Ist im Vergleich zu anderen externen Batterien, die ich so kenne, eher unterdurchschnittlich. Aber wenn wir dann mal so im Kopf haben, so um die 5000 mAh kriege ich mit dem Gerät hin, dann können wir hier mal gucken, was wir damit schaffen. Also 2x Nexus 7 und nochmal 1/4 ist damit möglich. Oder 3x und ein bisschen ein iPhone aufzuladen oder so knapp 2x ein Galaxy S4 aufzuladen. 2x ein HTC One S drin, Nexus 7 und iPad Mini damit aufladen und noch was übrig haben, geht auch in Ordnung. Oder ein Retina iPad kann ich auch zur Hälfte damit laden.
So, von den Abmessungen leicht, klein, auch vom Gewicht absolut okay. Vergleichen wir hier mal, legen wir einfach mal ein iPad 5 daneben, damit ihr euch das vorstellen könnt. Und von der Dicke so, naja, sagen wir 2,5 Mal. So, also von der Abmessung passt es. Aber dadurch, dass die angegebene Kapazität so abweicht, 25 Euro kostet das Ding. Da würde ich mich vielleicht lieber nach einem anderen Produkt umschauen oder mir mal Testberichte anderen RawPower-Geräten angucken. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht, ich möchte natürlich wieder nicht ausschließen, dass ich hier wieder ein Freitag-Montagsgerät habe, aber so wirklich überzeugt es mich nicht mit der Abweichung. Nee, da gibt es andere externe Akkus, die halten mehr, was sie versprechen. Und meine äußere Kritik hatten wir ja eben schon. So, das soll es gewesen sein. Natürlich kommt der RawPower-Akku hier auch in den großen Faultierverlosungstopf. Das füllt sich langsam, da müssen wir auch mal wieder eine Verlosung mitmachen. Also macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!